Frau Dr. Ferber, zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich hier zur Verfügung stellen und vielen Dank, dass Sie auch bei uns dieses Jahr wieder einen Vortrag halten. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung und Lipödem. Wie sind denn Ihre neuesten Erkenntnisse zu diesem Thema? Die neuesten Erkenntnisse haben sich entwickelt aus inzwischen 11 Jahren. Es entwickelt sich immer weiter. Was inzwischen, glaube ich, nicht mehr abzustreiten ist, ist, dass die Ernährung einen ganz immensen Einfluss hat auf das Ausmaß der Beschwerden, nicht auf die Tatsache, ob jemand ein Lipödem hat oder nicht, wobei wir jetzt darüber diskutieren können, was ist ein Lipödem, wann entwickelt es sich von einer beschwerdelosen oder beschwerdefreien Lipohypertrophie in ein Lipödem. Da gibt es nämlich schon die ersten Einflüsse durch die Ernährung. Und es ist eben nicht nur das Gewicht an sich, das spielt eine große Rolle, aber es ist auch bei den Normalgewichtigen häufig eine Beschwerdeminderung zu erreichen, wenn die sich anständig ernähren. Anständig ernähren heißt wenig Zucker, wenig Fertigprodukte, kein Weißmehl, keine Weißmehlprodukte, viel Gemüse und dadurch eben eine Verringerung der gesamten Situation, die sich auch auf entzündliche Vorgänge auswirkt. Diese entzündlichen Vorgänge, reduzieren die sich, wenn es den Patienten gelingt, die Fettmassen zu reduzieren? Wenn die Fettmassen haben, dann definitiv. Das kann man dann auch sehr gut nachweisen, weil man zum Beispiel eine Verminderung oft des CRP, also des C-reaktiven Proteins als Indikator für eine Entzündung hat, wenn das schon erhöht ist, wobei man sagen muss, dass eben die Lipödem-Patientinnen, auch wenn sie einen höheren BMI haben, häufig da noch sehr gut dabei abschneiden. Die haben also relativ gute metabolische Stoffwechselwerte. Wenn allerdings dann die Adipositas im Sinne einer viszeralen Adipose, also wenn der Bauch dazu kommt, dann ziehen die sozusagen gleich mit den Nicht-Lipödem-Patientinnen oder Patienten, die adipös sind. Aber definitiv, wenn die Fettmassen reduziert werden, dann bessern sich auch viele andere Symptome, die wir jetzt gar nicht unbedingt mit Lipödem zusammenbringen, zum Beispiel Daumengrundgelenksarthrosen oder Gelenkschmerzen, abgesehen von den Blutwerten. Und was die Patientinnen immer berichten, und das finde ich immer wieder völlig faszinierend, die sagen schon nach wenigen Tagen, da haben sie noch nicht viel abgenommen, meine Beine fühlen sich besser an, meine Hose wird weiter, ich fühle mich nicht so aufgedunsen. Die Lymphtherapeuten sagen, was haben sie denn gemacht, ihr Gewebe ist ganz anders. Also das sind Veränderungen, die sich sehr schnell einstellen können. Und wie stark die Reduktion dieser Beschwerden ist, das kann man halt erst am Ende feststellen, wenn diese Faktoren Ernährung, Gewicht normalisiert sind. Ich frage dann immer, wie war das denn, als Sie jung waren, mit 20 Jahren, das ist auch auf unserem Fragebogen, wie war Ihr Gewicht da und wie waren die Beschwerden da? Und dann gibt es eben eine kleine Anzahl von Patientinnen, ich schätze das so ungefähr auf 10%, die sagen, ich musste immer mit dem Bus oder mit der Bahn zur Schule fahren und wenn mir da einer mit der Schultasche dagegen gekommen ist, dann hat mir das wehgetan. Andere sagen, ich habe immer schon dickere Beine gehabt, aber das hat nie wehgetan, bis irgendwas passiert ist. Oft dann eben eine hormonelle Veränderung mit Gewichtszunahme. Und wenn ich weiß, dass die eben schon als Jugendliche Beschwerden hatte, dann weiß ich natürlich, dass die auch dann, wenn sie wieder normalgewichtig ist, wahrscheinlich immer noch Beschwerden hat. Aber über alles haben wir bei 83% der Patientinnen noch nach 3,5 Jahren eine Beschwerdereduktion nach einer Ernährungsumstellung erzielt. Das ist eine gewaltige Zahl. Und auf einer Skala von 1 bis 10 waren die am Anfang bei 6,5, direkt nach der Gewichtsabnahme bei 2 und nach 3 Jahren, 8 Monaten durchschnittlicher Nachbeobachtungszeit waren sie dann wieder bei 3. Aber es waren immer noch weniger als die Hälfte. Das ist ein schönes Wenn man das vergleicht mit den Liposuktionsergebnissen bei den Kollegen, die also, wie soll ich sagen, das seriös auswerten, dann ist das gar nicht so weit davon entfernt. Das ist das, was die Liposuktionskollegen auch versprechen, dass sie eine Schmerzarmut erzeugen können mit ihrer Therapie.
das in vielen Fällen stimmt, aber auch hier gibt es natürlich Rezidive darüber, muss man sich im Klaren sein. Ja. Okay, Frau Dr. Ferber, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Aber hat Spaß gemacht.